Willkommen zu einem Video. Heute gibt es mal einen Kartentrick mit Erklärung. Dieser Kartentrick heißt Chicago Opener, auch genannt der weltbeste Kartentrick. Ich finde, der Kartentrick hat es verdient, so zu heißen. Ihr werdet in der Performance gleich sehen, warum. Er ist echt verblüffend. Danach kommt sogar die Erklärung. Dann wisst ihr, wie ihr den Kartentrick nachmachen könnt und könnt damit eure Freunde oder so verblüffen. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Ich habe hier ein Kartenspiel, wo der Zuschauer jetzt eine Karte ziehen dürfte. Sagen wir mal, er würde sich für diese Karte entscheiden. Es wäre aber auch mit jeder anderen Karte gegangen. Ich werde sie jetzt in die Kamera halten. Ihr müsst mir jetzt einfach vertrauen, dass ich nicht hingucke. Diese Karte hier. Ich gucke gerade weg. Ich muss mir vertrauen einfach. Und der Zuschauer darf jetzt entscheiden, wo die Karte rein soll. Sagen wir mal, er wird hier Stopp sagen und die Karte kommt hier rein. Gut. Man könnte jetzt verschiedene Methoden anwenden, wie man die Karte wiederfinden könnte. Zum Beispiel, man teleportiert die irgendwo ins Zimmer, auf den Schrank oder so, dann lag die da. Oder man macht es anders, man färbt einfach eine Karte. Und zwar diese Karte. Ich werde es mal ausprobieren. Vielleicht klappt es ja. So, das war's schon. Ich hoffe, es hat jetzt geklappt. Wir werden einmal nachschauen. Und wie man sehen kann, ist eine Karte rot gefärbt. Wirklich nur diese eine. Ich dachte schon, cool, wenn das jetzt Zuschauerkarte wäre. Es ist die der Karo Bube. Ich hoffe, es war eure Karte. Weil manchmal irrt sich das Deck oder so. Manche verstehen jetzt nicht, wie der Kartentrick funktioniert. Also wie das jetzt geklappt hat und so. Deswegen, manche sind auch noch kritisch. Deswegen können wir jetzt auch noch mal probieren. Brauchen wir nicht mehr. Wir wollen ja eine andere Karte färben. Wir werden es jetzt nochmal machen. Der Zuschauer dürfte jetzt wieder eine Karte ziehen. Indem er Stopp sagt, sagen wir, er wird hier Stopp sagen, wählt sich diese Karte aus. Ich drehe sie wieder um, ich gucke weg. Diese Karte, die merkt ihr euch wieder. Ich drehe sie wieder um. Hier. Okay, er dürfte sie wieder auf so ein Stack schieben. Sagen wir hier. Und sie kommt rein. So, wir wollen das wieder färben. Indem ich wieder einmal drüber wische. Und wir schauen wieder, ob es geklappt hat. Wir sehen, okay, ich finde jetzt nichts. Ich weiß nicht warum. Ah, ich weiß wirklich warum. Das passiert mir zwischendurch mal. Da passiert manchmal ein Fehler. Ich glaube, ich habe nicht die Rückseite der Karten gefärbt. Ich glaube, ich habe die Vorderseite gefärbt. Und wenn ich immer eine Vorderseite färbe, dann ist es nicht irgendeine Karte, sondern die Karte, die ganze Zeit auf dem Tisch lag und jetzt die Karo 6 ist, hoffentlich eure Karte. Vorher war es noch, welche Karte war es noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt ist sie aber zur Karo 6 geworden. Ihr könnt auch sehen, hier im Kartendeck ist keine andere rot. Nur die Karo 6 hier. Und wie ihr das Ganze nachmachen könnt, diesen coolen Kartentrick, das verrate ich euch nach dem Intro in der Erklärung. So, ihr wollt jetzt wissen, wie ihr das Ganze nachmachen könnt. Dazu braucht ihr eine rote Karte eurer Wahl, und zwar, ich habe jetzt die Karo 6 genommen. In der Performance war es ja auch die Karo 6 zum Schluss. Und ihr braucht aus dem blauen Deck auch die Karo 6 nochmal. Das heißt, einmal in Rot, einmal in Blau. Und ein gewünschtes Kartenspiel in Blau dann. Also ihr braucht ein gewünschtes Kartenspiel in Blau, dann noch die Karo 6 in Blau und die rote 6, Karo 6, aus dem anderen Spiel. Das Setup ist, ihr dreht das Deck um mit der Bösseite nach oben,
leg die blaue 6 da drauf und die rote 6 und also da drauf, sodass wenn ihr das jetzt umdreht und ausbildet, dass unten die rote Karo 6 liegt und darüber dann die blaue Karo 6. So könnt ihr dann starten. Ihr könnt das auch nochmal durchmischen so. Ihr müsst aufpassen, dass ihr die rote Karo 6 hier unten nicht flasht. Könnt ihr aber machen. So könntet ihr dann die Karten durchmischen. Okay, also ihr spreadet dann am Anfang des Tricks die Karten auf. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr unten nicht flasht, die rote Karte. Die ist jetzt hier drunter. Der Zuschauer soll dann eine Karte ziehen, die er möchte. Wir nehmen einfach mal diese Karte. Herz 8 wäre es jetzt in dem Fall. Die soll er sich merken. Ihr macht das ganze Spiel in der Zeit zusammen. Und ihr müsst die jetzt im Deck verlieren. Ihr müsst die aber nicht irgendwo im Deck verlieren, sondern macht eine Technik, dass die über der Karo 6 landet. Ich mache das in so einem Move. Also ihr haltet den Zeigefinger oben aufs Deck mit Mittelfinger und Daumen an den Seiten, sodass es dann so aussehen würde. Und ihr zieht mit der linken Hand, oder wenn ihr das andersrum macht, mit der rechten Hand, ein paar Karten in die Hand, lasst sie fallen und macht das dann nochmal, bis er dann Stopp sagt, und da könnt ihr dann die Herz 8 verlieren. So dass über der Herz 8 jetzt, wenn ihr das da drauf legt, die rote Karo 6 ist. Wenn euch das zu schwierig ist, dann könnt ihr es auch anders machen. Also die Herz 8, ihr hebt einfach ab und er soll sie hier hinlegen und legt dann den Rest oben drauf. So dass die Karte jetzt Deck verloren geht. Ihr färbt sie dann. Ihr könnt es mal, indem ihr einfach mal drüber wischt und ihr spreadet die auf und eine Karte erscheint. Wenn ihr die jetzt umdrehen würdet, wäre es ja nicht die Herz 8, sondern es wäre eine andere Karte. Denn die Herz 8 liegt ja da drunter. Und das ist Karo 6. Ihr spreadet, also ihr geht, ihr sammelt die Karten bis zur roten ein. Die macht ihr auch noch gerade. So, jetzt müsst ihr ein Double Lift machen. Ihr nehmt euch also zwei Karten und dreht sie um. Ihr macht einen Pinky Break, also einen kleinen Finger, so unter den beiden Karten, also unter den obersten zwei dann von hier aus, und dreht die dann beide um. Ihr greift in den Schlitz hier rein und dreht beide um, sodass es aussieht, als wäre die rote Karte die Herz 8 der Zuschauerkarte. So, er ist jetzt gefühlt und so, wenn ihr es alles richtig gemacht habt und er nicht weiß, wie es geht, ihr dreht es dann wieder um und wartet ein bisschen. Das ist wichtig, ihr müsst Zeit aufbauen, sodass ihr das nicht direkt hinlegt, sondern ihr sagt es noch, es gibt jetzt wahrscheinlich Skeptiker oder so, die jetzt denken irgendwie, es gibt zweimal die Karte im Deck oder so, deswegen können wir es nochmal machen. Ihr legt die Karte dann zur Seite und sagt, die Karte wollen wir jetzt nicht nochmal färben, deswegen lege ich die mal zur Seite. So, ihr legt das dann oben drauf, sodass jetzt unten die blaue Karo 6 liegt. Jetzt müsst ihr ihm die Karo 6 ausforcieren. Ich mache das wieder in diesem Move hier. Ihr sollt irgendwo Stopp sagen. Egal wo ihr Stopp sagt, ich zeige ihm diese Karte, die ganze Zeit da lag, wo sie war, aber eigentlich sieht es also vom Zuschauer so aus, als wäre sie irgendwo im Deck, also die Karo 6, von oben sieht es so aus. Ihr sagt Stopp, also diese Karte. Und ihr könnt euch aussuchen, wie ihr das machen wollt, und wie hier diesen Force oder den. Also ihr könnt euch einfach was aussuchen. Ich mache das in diesem Force. Ja, sagen wir mal, ihr wollt hier Stopp sagen und wollt sich dann die Karo 6 wählen. Hier drin ist ja jetzt kein Setup mehr, deswegen kann er die Karte irgendwo im Deck, wo er möchte, reinschieben. Wo er möchte, hier Karo 6, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Schiebt das zusammen und ihr könnt eigentlich schon dann clean rausgehen. Ihr sagt dann, ja, ihr könnt dann sagen, dass man jetzt sie wieder färbt, man geht mit der Hand drüber, man spreadet die auf. Und dann muss man was schauspielern, so, man muss so tun, als hätte es nicht geklappt.
Dann sucht ihn noch so lang. Eigentlich ist ja gar keine rote mehr im Deck. Ihr findet sie aber nicht. Dann sagt ihr, ich weiß, was passiert. Ich glaube, ich habe nicht die Rückseite gefärbt, sondern eine Vorderseite. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die Karte hier, die hier lag, denn die ist rot. Ihr dreht sie um und es ist die Karo 6, die ihr beim zweiten Mal gezogen habt. Vorher war es ja hier eine andere Karte beim ersten Mal. Der Zuschauer wird da so ausrasten. Also das ist schon ein krasser Trick, das ist auch keine doppelte Karte oder so. Ihr könnt relativ clean rausgehen, wenn ihr das Deck nicht untersuchen möchte und nach der anderen Karo 6 suchen möchte. Die ist noch im Deck. Dann müsst ihr einfach den Zuschauer ablenken oder so. Aber das kriegt man schon hin. Ja, das war der Trick für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da und ein Abo. Ich mag die 40 Abonnenten voll machen, deswegen einer fehlt noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet und einen Kommentar lassen würdet, wie ihr den Trick fandet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.